Wir befinden uns hier gerade auf der Kickmiss Fight Night 2012 in Hamburg und eine Hamburgerin sozusagen an meiner Seite, Miriam Islü. Du hattest gerade einen Title Fight Muay Thai, der IMC. Ja, es lief rund, dein Traum ging in Erfüllung. Du hast uns im letzten Interview gesagt, du träumst ja davon, endlich Weltmeisterin zu werden. Heute war es soweit. Erzähl mir am besten mal, was dir gerade durch den Kopf geht. Ich bin einfach nur überglücklich, den Jahr jetzt so abschließen zu können. Ich hatte dieses Jahr sehr harte Kämpfe gehabt. Habe auch Niederlagen einstecken müssen und habe mich hart vorbereitet. Ich freue mich einfach und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin einfach nur überglücklich. Ich denke, das musst du oder kannst du in dem Fall auch sein. Endlich ist der Gürtel da. Ja, lass uns kurz auf den Fight eingehen. Also man hat gesehen, am Anfang hast du sofort losgelegt wie die Feuerwehr, sprichwörtlich mit Kombination einfach 1-2 geradeaus nach vorne. Wie war denn der Gameplan? War das extra dann quasi so für deine Gegnerin bedacht? Also wir haben vorher Videos von ihr gesehen und sie war immer diejenige, die am Anfang sehr viel Gas gegeben hat, immer gleich auf den Mann losgegangen ist. Und obwohl Lutz gesagt hat, also mein Trainer, warte erstmal ab, guck sie dir an, wollte ich das nicht. Ich wollte einfach rauf los und sie umhauen, bevor sie es tut, weil ich kannte sie, sie geht gleich drauf los. Und hat auch gut geklappt, ich konnte sie überraschen und so die ganzen 5 Runden für mich gewinnen, ja. Warst du überrascht vielleicht, wo du das Wort jetzt nutzt, nehme ich es einfach mal, dass du sie kurz ausgenockt hast oder down genockt hast, sage ich mal, dass sie sofort wieder oben war und weitergemacht hat, dass sie so ein zäher Bursche in dem Fall ist oder ein zähes Mädel? Ich wusste, dass sie zäh ist. Mit Knockdown habe ich nicht gerechnet, mit dem K.O. habe ich auch nicht gerechnet. Ich wusste, es geht über die Runden. Sie ist sehr erfahren und ja, ich war glücklich, dass ich sie einmal ansehen lassen konnte, doch. Du hast sie ja öfter noch auf den Boden geschickt, also so durch, ich sag mal, Low Kicks oder Leg Sweeps. War das vielleicht auch ein Plan von dir, dass du sie ein bisschen müder machst und dafür sorgst, dass sie auf den Boden kommt? Du hast sie ab und an auch geklammert und sie dann runtergeholt damit. Ja, das war ja ein Muay Thai-Kampf und da zählen ja Würfe auch. Ich habe versucht, ein bisschen sie zu werfen. Hat nicht so ganz geklappt, weil ich nicht so oft Thai-Boxen kämpfe, aber ich habe es versucht und ja, darum ging es auch. Ich habe es im Training geübt und heute wollte ich es einfach umsetzen. Wo war der Unterschied laut dir im Vergleich zu, nehmen wir als Beispiel deinen letzten Kampf? Da hattest du ja große Probleme mit der Distanz. Heute schien es ganz und gar nicht so zu sein. Ja, ich habe viel trainiert. Ich habe gerade mit der Distanzüberbrückung, da haben wir sehr viel gearbeitet mit meinem Trainer und bin froh, dass das heute so geklappt hat. Also das heißt jetzt nicht, dass es beim nächsten Mal wieder so klappt, aber heute hat es geklappt, heute war es wichtig. Wir haben viel dafür trainiert. Ich denke mal, wir hoffen für dich, dass es beim nächsten Mal auch klappt. Ja, wenn wir schon von bald sprechen, lass uns in die Zukunft gehen. Ich denke mal, du wirst das Jahr erstmal ausklingen lassen, schön Weihnachten feiern und so weiter. Aber gibt es schon irgendwas, was du planst, Titelverteidigung oder noch irgendwie andere Kämpfe, andere Titel? Ich weiß ja nicht, ich frage einfach mal. Noch ist nichts geplant. Also wir haben ein paar Angebote, aber jetzt müssen wir sehen, was wir davon machen können, wie gesund ich bin. Ja, also schauen wir einfach mal, was das nächste Jahr bringt. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich werde auf jeden Fall kämpfen, das ist klar. Dann lassen wir uns mit dir überraschen. Überrascht wurden wir auch gerade von dem netten Mann, der gerade durchs Bild lief. Es ist Hamburg, es ist live, es passiert. Ich denke, das ist auch gut so. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Feiern. Dankeschön. Und ich denke mal, wenn es bald wieder was gibt von dir, dann erfahrt ihr es quasi bei uns auf GMP. Und willst du vielleicht noch was loswerden am Ende jetzt als glückliche Weltmeisterin, vielleicht noch ein paar Leuten danken oder ähnliches? Ja, ich möchte an meinen beiden Sponsoren danken, Champ Cycles und Suck Life. Die haben den WM-Titel mitfinanziert, dem möchte ich ganz herzlich danken. Und natürlich mein Trainer Lutz Burmeister, dass er mir so in den Arsch getreten hat die letzten Wochen, dass das so gut geklappt hat. Dankeschön. Das ist das perfekte Schlusswort. In diesem Sinne, bis bald und schaut euch natürlich die anderen Interviews an bei uns auf GMP TV.